Herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Heute möchte ich dieses Kinderbuch Abenteuer im Spreewald, Lilli Nikolaus und das geheimnisvolle Tagebuch von Steffi Bieber-Geska und Nicole Krumm vorstellen. Die wunderbaren Illustrationen, hier sieht man schon, die ersten Eindrücke stammen von Claudia Meinecke. Das Buch ist im Frühjahr 2019 im Verlag Bieber und Butzemann erschienen, umfasst 128 Seiten und kostet 14,50 € Hardcover, auch schon so ein kleines Lesebändchen hier. Sind mit dabei. Der Verlag hat sich auf erzählende Kinderreiseführer für Kinder ab Grundschulalter bis ja 14 Jahre und ihre Familien spezialisiert. Und ein Geschwisterpaar, was in den Büchern immer wieder auftaucht, um den sich sozusagen die Geschichten spinnen, sind Lilly und Nikolas, die mit ihren Eltern ganz viele tolle Urlaube in Deutschland an der Ostseeküste, an der Nordseeküste, aber auch zum Beispiel im Schwarzwald, im Münsterland, im Bayerischen Wald und so weiter erleben. Und diesmal fährt die Familie in den Osterferien in den Spreewald und die beiden finden in dem typischen Spreewälder Haus hier, was ein Ferienhaus ist, was die Eltern gemietet haben, ein geheimnisvolles Tagebuch, das sie ihren Eltern verheimlichen und sie lesen immer klammheimlich darin. Dieses Tagebuch schrieb vor 170 Jahren ein Wendisch, ein sorbischer Müllerssohn namens Juro. Und über ihn lernen sie ganz viel über den Spreewald, über die Wenden, über ihre Bräuche, über ihre Traditionen, über die damalige Lebensweise, über Sagen, über Märchen, über das Verhältnis zu den deutschen Siedlern im Spreewald und über die Geschichte. Und das inspiriert sie, sich näher mit dieser Region zu beschäftigen. Mit den Eltern machen sie ganz tolle Ausflüge, zum Beispiel paddeln sie auf den Fliesen. Dann besuchen sie die Spreewaldtherme, wo sie mit dem Pinguin sozusagen getrennt durch eine Scheibe schwimmen können. Sie besuchen die Wendenburg Radosch, die Straubitzer Mühle und erleben eben die Spreewaldregion. Das Buch ist immer so gemacht, dass es sozusagen eine erzählende Geschichte ist. Die Kinder oder die Familie unternimmt Ausflüge, da wird diese Lokalisation, diese Ausflugziel beschrieben und sie leben dort was. Es gibt so Sachinformationen, die man für die eigene Reiseplanung nutzen kann. Und dann gibt es natürlich auch diesen spannenden Teil mit Juro, wo die Kinder immer das lesen, das Tagebuch. Und das sieht man hier immer an diesen Zeiten. Wenn die so gelblich sind, dann lesen die Kinder diese Seite. Hier geht es zum Beispiel um den Pumphut. Das Tagebuch ist so, dass es schon ein bisschen versucht wird, ein kleines bisschen die Sprache von damals anzunutzen. Also Juro, obwohl er Wende ist, spricht nicht sehr viel Deutsch. Die Großmutter lieber Sorbisch oder Wendisch. Aber es ist auf Deutsch. Und dann hier beginnt dann wieder ein neuer Ausflug. Sieht an der weißen Seite. Ja, aber es ist trotzdem sehr verständlich. Also es ist nur so eine leichte Andeutung an die damalige Sprache, zum Beispiel über die Datumsangabe 1. September 1852. Da merkt man so ein bisschen. Hier vorne gibt es noch eine Übersichtskarte. Sehr toll, um sich mal zu orientieren, wo was liegt, wie der Spreewald so ein bisschen, welche Ausflugsziele im Spreewald gibt. Und diese Bilder, vor allem von Claudia Meinecke, die sind grandios. So eine Mischung aus Aquarelltechnik, auch mal eine Zeichnung, nur wie, glaube ich, eher eine Tuschezeichnung. Die sind einfach so zum Verlieben. Das ist ein grandioses Buch. Hier wird auch, deswegen ist zur Osterzeit ganz viel auch über die Osterbräuche der Wenden und Sorben erzählt, über das Ostereier bemalen, was die Muster bedeuten, über das Osterfeuer und so weiter. Und es ist aber trotzdem nicht nur sozusagen jetzt für die Osterzeit eine Empfehlung, sondern ganz viele Ausflugsziele kann man das ganze Jahr über besuchen.
Die Region wird einfach wunderbar vorgestellt, sehr lebendig, sehr neugierig machend, und ich empfehle es sehr, wie generell eigentlich fast alle Bücher aus diesem Verlag, wie beim Butzmann. Für die, sie machen Lust, dort in diese Region zu fahren, sie sich anzugucken, sich selbst zu entdecken. Das sind ganz viele Tipps, auch mal ein bisschen abseits von den üblichen Touristenzielen und sehr eben auch auf die Kinder bedacht, und eine absolute Empfehlung: Abenteuer im Spreewald. Das Buch, die Region, Osteuer, Brauchtum, hier findet man alles kompakt drinne. Lesen. Abenteuer im Spreewald von Steffi Bieber-Gieske und Nicole Krohn. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Buchinformationen wieder hier unten in dem Text. Und dann gibt es auch den Link zur ausführlichen Rezension im Blog. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.